Hallo Freunde des YouTube-Sports, grüße euch. Willkommen zum neuen Unboxing. Ich wurde angefragt, ob ich nicht eine Powerbank gebrauchen könnte. Und dann gehen wir mal zum Unboxing über. Hier haben wir das Paket. Amazon, das ist Amazon-Verkäufer. Ist flach. Hier habe ich schon mal geguckt, dass man es da aufmachen kann. Deswegen habe ich noch nicht weitergemacht, weil es ja ein Unboxing ist. Von den Bildern her konnte ich schon mal sehen, dass das von der Farbe her, ja, ist ein bisschen, ist nicht rot, ist nicht schwarz, ist orange. Scheiß Packung, ey, manchmal. So, et voilà. Da haben wir sie. Da ist das nette Ding. Packung sieht einfach gerade mal nicht schlecht aus. So schön präsentiert, man sieht, es sind leicht 3D-Effekt vom Rand her, ist leicht hervorgehoben der Rand. Wenn man so ein bisschen drüber guckt, sieht man das, genau. Gut gemacht, wenn man so schräg drüber guckt, dann glänzt das halt. Ich finde das ja, ich finde das geil gemacht, ne? So, ach, geil, oder? Solar Charge, jawohl, genau so, wie es da drauf steht. Sogar das könnte auch leuchten. Zwei USB-Ausbau, Typ C zum Handyladen. Die meisten Handys haben ja Typ C. Ja. Water Resistant und hier unten steht dann halt Warnung. Okay, so, ich packe sie mal aus. So, da sind wir auch schon. Ausgepackt ist es. Hier haben wir das kleine süße Kabel zum Handy aufladen, aber das ist ja... es gibt halt heutzutage, da musst du dir die Sachen, die du dafür haben willst, extra kaufen oder du nutzt halt das, was dabei ist. Was sind ja dabei, es ist halt nicht gerade, ich sage, guck mal, das sind alleine vielleicht gerade mal 20 cm Kabel, also das ist Schmutz, ja, also wenn man schon sagt, man hat die Powerbank eventuell in der Tasche liegen, wo draußen zu kalt ist, gerade sind keine Solar oder kann nicht aufgeladen werden, ja, bei mir, ihr seht ja gerade, wie es da blinkt, dann ist man schon gerne froh, wenn man halt von der Powerbank weg nicht gleich Powerbank und Handy in einer Hand hat, sondern irgendwie Powerbank in der Tasche, Handy in der Hand, läuft draußen und spielt Pokémon Go zum Beispiel, ja. Da ist dieses hier, kann man nicht gebrauchen dafür. Das ist einfach zu klein. Aber man hat ja eigene Kabel dabei, da kann man das variieren. Ja, das Ding ist schon am Laden, finde ich geil. Das heißt, alleine, wenn ich das Licht ausmache, durch die Lampe ist die am Laden. Ey, what the f... Zack, an und... zeigt mir an, wie es geladen ist. Also wie viele Balken? So, drei Balken. Also zwei Balken. So, zwei blaue. Grün ist halt steht bei und blau ist dann halt, wie viel drauf ist. Interessant. So, holen wir sie mal raus. Ist leicht. Ist sehr leicht, muss ich sagen. Also das ist mega. Hier ist das mit dem Licht. Ich hatte es mal gedrückt. Wapstig. So, wir machen mal. Zugleich. Da in die Ecke, da ist es jetzt dunkel, hell, also ich gehe mal hier. So, hier war es jetzt immer schön dunkel. Das heißt, du kannst hier, also für, ich sag mal, für, wenn du es im Zelt liegen hast oder bist was am Lesen, ist das schon nicht schlecht. Jetzt habe ich es direkt hinter mir, man sieht das, jetzt gehe ich weg. Na gut, da hinten, ich habe da hinten da Fenster offen. Ist es auf jeden Fall... gedrückt halten, zack, ist es wieder aus. Ist eine geile Sache. Eine Powerbank mit LED da dran. Von der Farbe her, vom Design her, sieht die auch richtig toll aus. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Orange ist jetzt nicht so mein Dings. Ich hätte jetzt noch rot genommen, aber schwarz ist schon mal geil. Jetzt ist er nicht am Laden. Der nächste gleich wieder hin, ist er wieder am Laden. So, hier oben haben wir die Aufladfunktion. Ich bin ein blöder Hammel. Ich mache von der verkehrten Seite auf. Also, das heißt, wenn ihr die so vor euch habt, das heißt, hier hängt es, hier baumelt es dran. Das heißt, ihr müsst von der Seite aufmachen und nicht von der, wie ich es gemacht habe. So, ja. So, ein paar Tage her. Ich konnte die Powerbank testen. Jetzt haben wir, wo ich das jetzt, habe jetzt bis Weihnachten getestet. Die kam jetzt am Wochenende, am Samstag, den... Oh, schlag mich tot. Ich habe das Datum jetzt nicht mehr im Kopf. Also das Wochenende vor Heiligabend. Also. So,
lass uns einfach mal so stehen. Ich habe keinen Bock jetzt zu rechnen. Hab's jetzt ein bisschen testen können, wo unterwegs, hab's auf der Arbeit einfach mal liegen lassen und hab dann einfach mal Handy aufladen lassen. Ja, ist vom Schnellladen her jetzt nicht jetzt das Ultra-Wahnsinnsgerät, ne? Da muss man auch was Teures haben, damit das lädt, aber es ist machbar. Die Powerbank hat 20.100 mAh, ist eine ganz krumme Zahl, weil die andere, die ich habe, die hat nur 20.000, die hat 20.100. Warum? Keine Ahnung, ist ein komisches, aber sie hält auch ein bisschen, was er verspricht. Und für 30 Euro ist das doch, ist es in Ordnung. Es ist so eine Powerbank, die kann sich jeder leisten und man kann die immer wieder aufladen, ohne sie gleich, sag mal, Stromstecker in eine Dose zu tun, sondern einfach mit Licht, ja. Und auch ich lasse sie tagsüber schon gar nicht mal in der Steckdose, sondern ich lasse einfach so laden. Man sieht es ja. Also ich lasse sie. Und ja, was soll ich sagen? Ich brauche nicht mal in der Steckdose tun. Ich muss mir keine Gedanken machen. Wenn sie leer ist, lege ich es einfach ins Licht. Und dann ist sie irgendwann mal voll. Ja, Preis-Leistung ist einfach super für das Gerät. Kann ich nicht anders sagen. Daumen hoch für die Powerbank. Würde mich freuen, von dem Hersteller vielleicht eventuell in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr solche netten Anekdoten zu bekommen, zu testen, zum Gebrauchen. Weil es ist doch sehr stylisch, sieht gut aus, gefällt mir und kriegt von mir einen fetten Daumen nach oben. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat für das Video. Aber das war es mir wert. Ich bin raus, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und ja, ich werde jetzt noch viel Spaß mit dem Produkt haben. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.